sehe das Signal für völlig falsch und ich halte den Green Pass in dieser Form auch für völlig überzogen und auch für kontraproduktiv. Auch was unsere Gesellschaft betrifft, und ich sage es auch ganz offen, es gibt hier wesentliche Gründe. Die drei wesentlichsten für mich, das sind zum einen das Recht auf Arbeit, was ein Grundrecht ist, auch wenn die Grundrechte seit 18 Monaten ja in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle mehr zu spielen zu scheinen, aber es ist dort ein Entrecht. Und dann auch aus medizinischer Sicht versteht kaum jemand, warum jetzt, wo unsere Krankenhäuser ja nicht ausgelastet sind, wo wir sagen, wir haben zum Glück wenig Intensivpatienten, dass man jetzt so drastische Maßnahmen, zu solch drastischen Maßnahmen greift. Und dann vor allem, und das ist das, was uns, glaube ich, hier auch unterscheidet, es gibt ja keinen gleichwertigen Zugang zum 3G. Denn gleichwertig heißt, dass ich allen Bürgern die Möglichkeit gebe, auch den Zutritt zu den gleichen Kosten zu haben. Und wenn 1G 250 Euro im Monat kostet, dann ist das nicht gleichberechtigt. Und dann kommt eben genau das Gegenteil heraus, dass die Menschen verstehen, hier ist eine Willkür am Werk und nicht die Aufklärung und die Vernunft, um die Maßnahmen zu verstehen oder auch fürs Impfen zu entscheiden, sondern eben ein indirekter Zwang und ein Druck. Und ich glaube, dass da das Gegenteil dabei herauskommt. Man darf die Genesenen, Sie sprechen von Genesenen, aber die Genesenen werden ja in Italien und in Südtirol nicht anerkannt. Also es werden nur jene anerkannt mit einem positiven PCR-Test in der Vergangenheit, im Gegensatz zu Österreich, wo die Genesenen mit Antikörpernachweis auch effektiv nachgewiesen werden. Wir haben 80.000 Genesene, jetzt offiziell Genesene, die Dunkelziffer ist ja um einiges höher, konservativ gerechnet dreimal höher. Dieser Prozentsatz ist ja auch dazu zu rechnen zur Impfquote, die wir haben, und die ist nicht so schlecht, wie immer behauptet wird in Südtirol. Man weiß, dass im deutschsprachigen Raum die Impfbereitschaft geringer ist als in anderen Ländern. Das ist so, das ist auch bei anderen Impfungen so. Und ich halte es für falsch, hier immer von dieser Panik zu sprechen, dass wir, weiß Gott, wie weit abgeschlagen werden, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern mit ähnlicher Impfquote. Jens Spahn zum Beispiel, Deutschland, wo einige Bundesländer, darunter auch Baden-Württemberg, also nicht nur der tiefe Osten, wo so eine gleiche, wenn, oder auch geringere Impfquote haben wie wir, der jetzt sagt, im November werden wir überlegt, zu öffnen, geschweige denn die nordischen Staaten, die hier ja schon lange vorausgegangen sind. Aber, also das heißt nicht, dass man die Maßnahmen schlecht redet und so weiter. Im Gegenteil, aber ich glaube einfach, dass es mit der Überzeugung besser funktioniert als mit dieser indirekten Pflicht. Ich muss schon einmal in Frage stellen, beziehungsweise ganz sicher sein, sprechen wir von diesen 40.000 oder 50.000, die der Landesrat propagiert hat noch vor einigen Tagen. Es wären 50.000 Arbeitende, die nicht geimpft sind. Trifft diese Zahl zu? Und dann muss man ja auch sagen, es sind ja nicht nur es sind ja auch Selbstständige, zum Beispiel, was weiß ich, der Bergbauer in Martell ist verpflichtet, der zählt dazu. Ich weiß nicht, ob der alleine auf seinem Hof dann runterfährt zu impfen, wo er sagt, ich treffe den ganzen Tag niemand. Oder auch der einzelne selbstständige Maurer als Einzelbetrieb, Einzelfirma. Das kann man nicht beurteilen, aber ich warne davor zu sagen, die Hälfte geht jetzt ungeimpft oder ungetestet zur Arbeit, denn man kann es ja nicht feststellen. Also das funktioniert, wenn dann über die Kontrollen, die ja schon angekündigt worden sind, die jetzt verschärft werden sollen. Aber auch da ist man ja nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Und wenn der Staat nicht in der Lage ist, das Angebot kostengünstig zu garantieren, beziehungsweise auch das Land, denn auch das Land könnte hier reinspringen und auch die Kontrollen nicht durchführen kann, dann frage ich mich schon, wie ernst ist es mit so einem Gesetz? Und das ist halt in Italien, wie wir wissen, meistens so, dass man dramatisch was einführt und danach nicht imstande ist, überhaupt einen konformen Ablauf garantieren zu können, unabhängig von der Sinnhaftigkeit. Ich betone es noch einmal. Zuerst hat es geheißen, wir haben die Ressourcen nicht und wir hätten das Geld nicht. Kollege Land, Sie und Ihre Partei haben ja erst jetzt beim Nachtragshaushalt 95 Millionen, die an Covid-Geldern übrig geblieben sind, die sind einfach in den Reservefonds gewandert. Die stehen der Landesregierung zur freien Verfügung, braucht nicht einmal mehr in den Landtag. Also das sind Gelder, die man gerechnet hat, die brauchen wir für die Pandemie. Haben wir zum Glück, Gott sei Dank, nicht gebraucht, weil die Wirtschaft nicht so stark betroffen wurde, wie man ursprünglich gemeint hat. Und wenn man jetzt nicht hergeht und sagt, wenigstens die Hand ausstrecken und zu sagen, versuchen wir hier den Bürgern entgegenzukommen, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Also das mit den Ressourcen stimmt in diesem Moment einfach nicht.
Und man geht jetzt einfach her und sagt, ja, der böse Staat hat das eingeführt und wir müssen jetzt halt schauen, wie wir tun. Und nur zum Thema Wirtschaft. Ich habe vollstes Verständnis für die Wirtschaft, die natürlich alle Möglichkeiten sucht. Nur, was ist denn die Alternative? Die Wirtschaft hat ja immer noch in Erinnerung, der Staat, entweder Draghi oder Kompatscher, kommt mir morgen mit einem Dekret um die Ecke, der mir meinen Betrieb zusperrt. Das ist die Alternative. Wenn ich diese Alternative habe, die ja keine ist, dann mache ich ja alles mit. Dann ist egal, ob ich, auch wenn Sie morgen sagen, ihr dürft nur mal von Montag bis Donnerstag Mittag oder bis 22:30 arbeiten, dann werden wir das halt auch machen, wenn die Alternative ist, morgen kommt wieder ein Dekret, das zusperrt. Also das kann man nicht sagen, dass die Wirtschaft hier Hurra schreit und sagt, ich mache das mit Freude und ich mache das gerne, sondern ich muss halt das Bestmögliche machen mit den Dekreten und Gesetzen, die mir die Politik vorgibt. Der Opposition vorzuwerfen, hier nicht vernünftig gehandelt zu haben in den letzten 1,5 Jahren. Das ist infam. Also so wie Sie es gesagt haben, die Opposition macht sich leid, die kann hinten nach immer gescheit sein. Das haben wir im Landtag vielleicht mehrere, aber ich kann Ihnen nur sagen, die Opposition. Das werden wir hier jetzt nicht klären können. Ich glaube, das kann auch ein öffentlich-rechtlicher Sender beurteilen, dass die Opposition in diesem Land bei wesentlichen Sachen immer wieder die Vernunft gezeigt hat und nicht irgendeinem Populismus verfallen ist. Das ist ganz klar. Nur mit diesem Lobgesang auf Draghi und die Maßnahmen unterstellt man ihr gleichzeitig, als wären alle anderen Länder, die einen anderen Weg gegangen sind, mit derselben Welle, beziehungsweise wie wir es jetzt in den Nordischen haben, dass die alle unvernünftig wären. Das ist ja nicht der Fall. Wir sehen das, was die Politik ja auch produziert hat. Wir sehen hier diese Spaltung, die de facto da ist. Warum? Weil man eben nicht versucht hat, die Menschen positiv zu überzeugen, sondern immer an den Pranger mit dem moralischen Zeigefinger, wer sich nicht impft, ist ein Schlechter, die anderen sind die Guten. Und ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz, der ganz viele, das bin ich überzeugt, das sind nicht absolute Novax, wie wir sie auch von anderen Impfungen kennen, sondern hier sind ganz viele mit Zweifel, ganz viele, die einfach noch mehr Antworten für sich brauchen, denen bestimmte Maßnahmen auch nicht klar sind. Und ich glaube, dass hier eine Aufklärung und die gesamte Wissenschaft, nicht nur ein Teil, nicht nur eben, deswegen sage ich ja auch, sei es die Antikörper als wie auch andere Studien, wenn wir schon von Genesenen sprechen, ansonsten brauchen wir es nicht tun, dass die einberechnet werden. Und ich glaube, dass man mit dieser Überzeugung viel mehr erreicht als mit der Spaltung. Denn was passiert hier? Es solidarisieren sich sowohl die Geimpften als auch die Nicht-Geimpften und dann kommt es auch zu einer Radikalisierung.